So. Könnt ihr mal sehen, Schümli-Kaffee. Schümli-Kaffee aus der Schweiz. 14,99. Dann hier, deswegen bin ich gekommen. Das ist so ein Pulverkaffee. Steht sogar in Deutsch drauf. Für 3,48. Und kriegt dann so ein Glas für 3,48 nirgends. Und den hole ich mir immer. Der ist das super lecker. Kannst du gar nicht vergleichen mit dem Deutschen. So, und da haben wir auch wieder ein Angebot. Kostet 8 Euro, 100 Stück. Ne, 9 Euro, 100 Stück. Also 9 Euro, 100 Stück. Kaffee Tradition, 3,25 Euro. 48 Stück sind drin. Kaffeepads. So, dann nochmal hier Olivenöl. Kostet so eine Flasche 6,49, halbe Liter. Auch ganz gut. So, dann Bier am Sado. So halbe Liter. Und 7%. 7,8%. Ne, 7%. Ja, 7%. Kaiserkrone. Ich glaube sogar noch deutsches Bier. Steht sogar in Deutsch drauf. Estou aqui no supermercado aqui em Forbar, na França. Essa cerveja, 8% de álcool, 93 centavos. Então, umas duas dessas dá para ficar chapado. É isso aí, partiu. Ja, hier auch Cannabis für 2,89. Dann Hering mit leckerer Tomatensauce. Das 1,82, dann nehmen wir eine mit. Ist lecker. Dann hier Krevette, Kanäle in Soße, kostet 1,37, schmeckt auch ganz gut. Und diese kann ich sehr empfehlen. Da gibt es immer mit Senfsoße, das sind die hier. Dann ein bisschen, was ist das, mit, weiß ich jetzt nicht genau, also die kann ich alle empfehlen, sind super. So, hier alles verschiedene Biere von Frankreich, auch von Belgien. Gibt es auch das mit Kirsch drin, 8%. Dann haben wir hier 12%iges hier oben. Gibt so viele verschiedene Biere hier. Was man eigentlich so in Deutschland gar nicht sieht. Das ist hier das belgische Bier. Das belgische Bier und hier ist das Ruby 6,22, 6 Stück, das ist mit Kirsch. Ja, hier ist auch noch Hugaspilz. Kommt wahrscheinlich aus Deutschland und wird hier dann ohne Pfand verkauft. Dann gibt es hier solche Pakete mit 20 Stück drin, 0,25, 7 Euro Paket. Und es gibt einiges an verschiedenen Biere. Dann haben wir hier Desperados. Die meisten meinen ja, das kommt aus Mexiko, das stimmt nicht. Das kommt hier aus Frankreich, aus Schittingen, Mojito, Desperados, also das ist A, Desperados mit Mojito. Alles Desperados, ganze Pakete, es gibt auch Fässer. Ja. Ja, und hier gibt es dann ganze Fässer ja, Desperados. Das ist so ein 5-Liter-Fass für 22 Euro. Und auch noch verschiedene Biere. Darunter auch Heineken. Dann auch 12er-Pakete. Flasche noch. Das sind dann jetzt auch hier 24 Flasche für 16 Euro. Also eine ganze Menge an Biere. Und dann halt hier auch riesige Regale voll mit alkoholischen Getränken. Rum,
Dann der Porto Cruz, das ist ein ganz guter portugiesischer Wein. Schmeckt sehr gut, ist süßlich, aber ist sehr gut. Sangria, 6er Pakete. Dann Martini, 8 Euro. Dann hier William Whisky für 25 Euro, 1,5 Liter Flasche. Red Label für 16,50 eine Liter Flasche. Jack Daniels 23 Euro, Tennessee. War hier ein guter. Es gibt hier alles Mögliche. Oh, was ist das? Oh, mit Banane. Keine Ahnung, was drin ist. Es sind so Liköre. Gibt es auch Birne. Birne-Likör, wie bei uns auch. Dann ist halt hier Rum von der Insel Dominik. Französische Inseln und so weiter. Aber der schmeckt nicht.